So, Hallöchen. Ja, ich komme jetzt hier zu einem kleinen Video, wo ich euch dieses Multimeter zeigen möchte. Ein digitales Autorange Multimeter von Parkside gibt es aktuell bei Lidl für 12,99 €. Ich kennzeichne das als Werbevideo, auch wenn ich das selber gekauft habe, ich dafür nicht bezahlt werde oder sonstiges. Ich habe es mir einfach nur gekauft, weil Multimeter kann man immer mal brauchen. Ich habe das jetzt auch schon ausgepackt, angemacht und Dings gelesen. Ich habe hier vorher schon ein Video gemacht, aber eine Stunde darüber rumblabbeln ist doch ein bisschen lang. Ist dabei das Multimeter, ist eine Batterie drinne, die war damit bei. Ein Schraubendreher, um die Batterie reinzupacken. Sehr löblich, aber den Schraubendreher vergesst man. Da brecht ihr euch ja die Finger. Dann habe ich auch gezeigt gehabt, es hat zwei Sicherungen, einmal für 10 Ampere und einmal bis 250 Milliampere. Irgendwie so. Keine Ahnung. Dann hatte ich auch eigentlich einen Test gemacht, ob sich das automatisch abschaltet. Den kann ich mir aber sparen. Es steht hier drinne. Es hat eine automatische Abschaltung, aber erst nach 15 Minuten schaltet sich das automatisch aus. Es hat zwei Auspositionen. Das ist auch schon mal sehr gut, dass man nicht einmal komplett rum muss, wenn man jetzt da irgendwo auf Milliampere misst, dass man da wieder komplett zurück muss. Dann kann man auch da ausschalten. Aber es hat auch eine kleine Besonderheit und das hätten sie eigentlich auch draufschreiben können. Da wäre das nämlich noch interessanter. Ich glaube, unser F-Lose wird sich denken, das holt er sich auch, wenn er es vielleicht möchte, weil ich kann jetzt hier den Taster drücken, es anschalten, macht piep 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 und es würde jetzt, bis die Batterie leer ist, laufen. Und zwar kann man den Auto off ausschalten. Das wünsche ich mir bei so manchen anderen Multimetern, die das haben, dass man das einfach mal ausschalten kann. Das wird hier einfach signalisiert im Display oben mit einer kleinen, ja, was ist denn das, Uhr? Keine Ahnung, was das hier für ein Zeichen ist. Das Auto heißt, weil es jetzt auf Autorange ist, ich kann das auch nicht umstellen jetzt in anderen Bereichen, das bleibt so. Das kann ich höchstens umschalten bei, wenn man mal schaut, ich kann das nur umschalten im Mikroampere, im Milliampere, im Ampere-Bereich, da kann ich dann mit Select auswählen, was ich da messen möchte, ob DC oder AC. So, das wäre das. Dann hatte ich auch vorgelesen die ganz halbe Bedienungsanleitung hier. Das muss ja auch nicht sein. Wichtig ist ja eigentlich nur, uns interessiert ein und aus. Nein, wo ist denn das jetzt hier? Da. Hier stand nämlich drin technische Daten. Die hätten Sie gerne hinten drauf schreiben können. Auto Power Off Funktion, ja. Dann die Auflösung der Gleichspannung. 200 Millivolt bis 200 Millivolt ist eine Auflösung von 0,1 Volt. Ich kann nochmal die Daten hier so mal einmal kurz reinklemmen. 0,1 Volt, 2 Volt sind 0,001 Volt, 20 Volt sind 0,1 Volt. Was aber nicht ganz stimmt, das ist nur bis 20 Volt. Ab 20 Volt bis 200 Volt sind nämlich nur noch 0,1 Volt Auflösungen, 300 Volt, 1 Volt. Und so geht das immer weiter und immer weiter. Die Genauigkeit liegt hier in der Gleichspannung bei 0,5% plus minus plus 5 Stellen. Also hier. Na, wie heißen die Dinger? Na, 5 Stellen dahin. Ne? Du wirst schon mal sicher sein. In Wechselspannung ist es 1% plus 5. In Gleichstrom geht es bis auf 2% hoch. Da muss ich jetzt aber sagen, bis 200 Mikroampere, nee, bis 2000 Mikroampere 1%. Ab 20 Milliampere bis, wo sind wir hier? 200 Milliampere 1,2% und 2 Ampere und 10 Ampere 2%. Aber die größte Abweichung hat es im Wechselstrom, nachher im 10, im 2 und 10 Ampere Bereich mit 3% und 7 Stellen.
Das ist echt heftig. So, und dann habe ich hier, das habe ich bis jetzt noch nicht ganz kapiert, was das heißen soll. Hier steht auch überall Eingangsimpedanz 10 Megaohm. Bei Gleichstrom steht das nicht. Bei Wechselstrom auch nicht. Das hatte ich alles gemessen. Aber maximaler Eingangsstrom 10 Ampere. Eingangsstrom, war das jetzt 2 Ampere oder was? Kontinuierliche Messung. Oder soll das heißen, 10 Sekunden und Intervall 15 Minuten? Kann ich nichts für mit anfangen. So, Frequenzbereich steht hier unten bei Wechselstrom 40 bis 400 Hertz. Anzeige Durchschnittswert RMS-Sinuswelle. Es macht 2 bis 3 Messungen die Sekunde. 3,5-stellige Anzeige. Dann hat es einen Funktionsgenerator mit 1 kHz Rechtecksignal und ca. 3 Volt Spitze Spitze. Und Ausgangsimpedanz 10 Kilo Ohm. Ja. Und dann geht es so weiter und so weiter im Plan. Hast du nicht gesehen? Ich habe es alles gemessen. Also die Eingangs... Der Innenwiderstand bei Spannung ist 10 Mega, 10, 11 Mega Ohm. Habe ich es gemessen. Bei Mikroampere sind wir bei etwa 104 Kilo Ohm. War das Kilo Ohm oder Ohm? Mega Ohm. Moment. Das Multimeter kennt ihr ja eigentlich schon, das habe ich aber nicht vorgestellt. Wir sind jetzt hier bei DC, sagt er so etwa 10 Mega Ohm. Ohm ist klar, Diode-Funktion, Mikroampere. 104 Ohm. Das ist noch okay, hat das auch, das hat 102. Aber bei Milliampere hat das hier 6,1 Ohm. Wenn ich jetzt der Anzeige glauben darf. Mir fällt gerade was auf. Moment. Tatsächlich. Jetzt sag nicht, das funktioniert auch bei dem. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Also 6,1 Ohm, wenn ich das andersrum messe, wenn ich das hier auf Ohm stelle und das hier auf Milliampere, dann muss ich das umstecken, dann ist nur 2,5 Ohm. Das ist geringer, das macht weniger Abweichung. So, und dann hat das Multimeter noch eine Funktion. Wenn ich jetzt hier im Strombereich bin, wenn ich jetzt hier auf Mikroampere oder wenn ich im 10 Ampere Bereich bin und jetzt auf Spannung gehe, piep, piep, piep. Das macht das Ding nicht. Das Ding warnt mich nicht, in welchen Dings da drin steckt. Und das finde ich ein bisschen doof. So, das ist das. Was mir gerade aufgefallen ist, weil das Ding es kann, habe ich das eben auch mal gemacht. Weil das Ding geht nach 3 Minuten aus und fängt an zu piepen, vorher an zu piepen und das nervt. Aber das ist auch gar nicht mal so verkehrt, weil ich packe das einfach ab und zu mal, nämlich im eingeschalteten Zustand, nämlich mal beiseite. Aber es hat hier oben dasselbe Symbol wie das hier. Ich beam mal da drauf. So. Guck mal da an die Ecken. Und da und da. Ich habe zu dem hier habe ich keine Dings gekriegt, das habe ich geschenkt gekriegt. Wenn ich das einschalte mit Select, ist das Zeichen weg. Ich lasse das jetzt mal bewusst an und packe es beiseite. Ich weiß, dass es so nach ungefähr 5 Minuten anfängt, wie blöde zu piepen. So. Wo waren wir noch? So, im Eingangsimpedanz. Ja, ist das hier ein bisschen höher im Milliampere-Bereich, was ich ein bisschen schade finde, eigentlich so niedrig wie möglich. 6 Ohm ist doch schon ganz schön viel. Ja, die Strippen, das sind ganz einfache Strippen, also ganz ehrlich. Es weicht auch ziemlich weit ab von der Spannung.
So, Ohm kann ich nicht nullen. Ich kann es mal auf hier zwar Dings die Spitzen zusammenhalten. Also die Spitzen sind echt der sind eine Krankheit. Sind 0,1 Ohm. Das muss ich so abziehen. Das kann ich nicht nullen. Kann ich beim anderen auch nicht. Habe ich noch bei keinen gehabt. Da muss ich wohl wirklich was ganz Teures haben. Die Spitzen sind, ja, spitz nenne ich was anderes. Ja, nee, also, die ist sogar noch stumpfer als die hier. Also die schwarze ist ein bisschen spitzer als die rote. Ja, nee, sorry. Pieper ist aber ganz gut. Das haben nämlich manche nämlich eben Probleme. Das reagiert eigentlich relativ sofort. Naja, gut, nicht ganz. Na gut, wenn wir nur noch die Spitzen so zusammenkriegen, dass es das auch tut. Aber das geht. Ich weiß nicht, wo ich das andere Lidl Multimeter habe. Das braucht ziemlich lange, bis das anfängt zu piepen. Die Oder und bla, hast du die? Brauche ich nicht. Der Funktionsgenerator mit dem Rechteck hat mir jetzt mal das Buch erklärt, was das bedeuten soll. Zum Reparieren von Kopfhörern, wo ich mir denke, ein Rechtecksignal zum Reparieren von Kopfhörern, nö, würde ich niemals brauchen. Und in Verstärkern und ich weiß nicht was in Schaltungen zum Reparieren, da würde ich eher auf Sinus tippen als auf Rechteck. So, ja, wir sind schon bei 12 Minuten. Trotzdem, ich muss es ja mal zeigen. Den Autorange-Tadder machen. Ich fange nämlich jetzt mal an. Oh, warte mal, geh noch mal dahin. Null. Ich mach mal an. DC. 22,6 kommt noch aus dem Netzteil raus. Jetzt gehe ich auf 1 Volt. Ich gehe immer in 1 Volt Schritten hoch. Und das sind eigentlich immer genau 1 Volt. Immer 1,00 oder 2,00. Jetzt habe ich hier schon 28,02. Also da zeigt er noch 3 Stellen an. Und da nur noch 2 Stellen. Und das macht er jetzt so weit bis 19 Volt. Das ist ziemlich weit drüber und dann springt er um und dann geht es eben immer so weiter und weiter geht's nicht. So, das war das. Wechselspannung zeigt er relativ ähnlich an. Das sind aber diese 0, jetzt mache ich mal hier 3, diese 5 Stellen oder 5 Digits, die er abweicht. Das ist schon ziemlich viel. Aber es reicht aus. Also für Akku messen, Lithium, relativ. So, Strom kann ich jetzt in dem Sinne nicht messen. Ohm werde ich jetzt auch nicht messen. Aber es ist relativ okay. Also für 13 Euro kann ich jetzt nicht verlangen, dass das Ding hochpräzise ist. Und hast du nicht gesehen? Ich hatte es auch nochmal von drinnen gezeigt, vielleicht zeige ich nochmal ein Bild, aber es hat 2 Sicherungen und es hat den Pieper direkt auf dem Board drauf. Es ist nicht wirklich viel drin, es ist überschaubar. Ein Klecks IC und ein paar bisschen Hühnerfutter und das war's. Ein PTC in Output hier ist dazwischen. Der 10 Ampere Shunt ist recht klein. Aber was soll's? Es wird reichen. Also 230 Volt damit messen, nicht unbedingt Kfz-Bereich und hier Hobbybastelkram reicht es. Aber 230 Volt würde ich nicht messen. In Röhrenradius würde ich damit auch nicht reingehen, weil 300 Volt ist ein bisschen wenig. Das hier kann, das andere kann hier, weiß ich gar nicht. Aber hier war noch eins. Das ist das. Das hat zwar schon ein paar Macken, aber das würde ich immer noch vertrauen, bis 1000 Volt
DC und 750 Volt AC. Das sollte man schon haben, wenn man schon einen Röhrenradius rum fuhrwerk, dass man dann mindestens bis 1000 Volt messen kann, weil man weiß nie, das geht manchmal bis 600, 700 Volt hoch da drinnen in so Radios. Also das würde ich nicht machen. Also das hier ist wirklich nur hier Mikrocontroller-Geschichte, wenn man jetzt hier, weiß ich nicht, sowas hier nimmt, Arduino, Raspberry Pi und so weiter, dafür sind die Dinger völlig ausreichend. Oder 3D-Drucker meinetwegen auch noch. Gut. Wollte ich nur mal zeigen, habe ich mir jetzt geleistet. Man kann ja nie genug haben. Ich weiß nicht, wer mir dann zustimmt, aber bestimmt stimmen mir da einige zu, die sagen, man kann nie genug Multimeter haben. Irgendwann sitzt man da, man hat schon drei vor sich stehen, hat drei Messungen und braucht noch zwei. Naja, gut. Aber das ist okay. Aber die Funktion, dass ich das Auto Dings ausmachen kann, das ist gut. Und das andere kann das anscheinend auch. Ich habe das jetzt die ganze Zeit schon an und ist nicht ausgegangen. Das ist gut. Geht es? Hatte ich das denn auch in der Zwischenzeit? Nein. Das bleibt auch an. Gut. Gut, dass ich das noch gesehen habe, dass das Ding auch so ein Select-Ding hat und das kann das. Das ist wunderbar. Ja, du, gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.